Ja, hi. In dem heutigen Video möchte ich gerne mal das MilOps Pack 30 der Firma Tasmanian Tiger mit dem Jäger M der Firma Savotta vergleichen. Ich habe beide schon einige Zeit in Benutzung. Den Jäger M schon mehrere Jahre, das MilOps Pack 30 mehrere Monate. Und was mir so im Alltag und im Umgang mit beiden aufgefallen ist, das würde ich gerne mit euch teilen. Als allererstes, es ist ja im Grunde eine Rucksackfamilie. Es ist natürlich militärisch, es fällt sofort auf. Das zweite, sie haben laut Herstellerangaben das gleiche Volumen. Und da geht das schon los. Ich finde, irgendwie haben die beiden zwei unterschiedliche Litermengen. Also die Größe eines Liters unterscheidet sich anscheinend bei beiden Firmen ein wenig. Denn in dem Moment, wo das MilOps Pack 30 voll ist, also wirklich bis zum Anschlag oben voll, hat der Jäger M immer noch Reserven. Obwohl beide MilOps Pack 30, 30 Liter, es haben beide das gleiche Fassungsvermögen. Der Schnitt ist ein wenig anders, aber das kann am Ende ja nicht den Unterschied machen, weil ich habe beide wirklich auch sehr platzausfüllend bepackt. Halt beide ein wenig anders, weil die Grundform halt anders ist. Der Jäger M ist ein wenig schmaler, während das MilOps Pack ein Müh breiter und tiefer ist. Aber das darf ja am Ende an den Literzahlen nichts verändern. Das, was einem vom Datenblatt her auch auffällt, 700D Cordura, 1000D Cordura. Die Zahl, die Differenz zwischen beiden Zahlen ist größer für mich, als wahrscheinlich der Unterschied im Material selber ist. Also natürlich klar, der Jäger M, der ist vom Stoff her einfach, ja, es ist starr, das ist hart, das ist fest. Beim MilOps Pack ist das Ganze ein bisschen weicher, lässt sich leichter verformen. Also sind beide für die Ewigkeit, ja. Ich würde es sogar so beschreiben, das MilOps Pack ist für die Ewigkeit und der Jäger M hält halt noch ein bisschen länger. Was mir im Alltag auch sehr stark aufgefallen ist, das Tragesystem. Als allererstes, der Jäger M hat wirklich zwei Kunststoffschienen und unten das Lendenwirbelsäulenkissen. Und die Kombination aus beidem macht das Tragen so komfortabel. Also ich würde sogar so weit gehen und sagen, wenn man ihn wirklich nur als 30 Liter Rucksack nutzt, ist das schon ein bisschen Overkill. Aber, da kommen wir gleich noch zu, das MilOps Pack hat da im Grunde gar nichts, ist einfach nur ein flacher Rücken, ist aber im Grunde auch des Einsatzzweckes geschuldet, denn ihr könnt das Ding auch mit einem Plattenträger tragen. Das heißt, der Kontakt ist viel, viel näher, als hättet ihr nochmal Abstand zwischen Rücken und Rucksack. Macht es das Tragen unkomfortabel? Nö. Macht es, dass ihr mehr oder auch hier weniger schwitzt? Nö. Also ich schwitze immer, wenn ich einen Rucksack auf dem Rücken trage. Und ob das da jetzt nun, keine Ahnung, ein paar Milliliter weniger sind oder mehr, das merke ich am Ende des Tages nicht. Nasser Rücken ist für mich nasser Rücken. Tragekomfort ist auf jeden Fall der Jäger M in meinen Augen weit vorne. Was ich zum Beispiel auch schade finde, dadurch, dass er halt so gebaut ist, müsst ihr im Grunde immer irgendwas noch reinstellen. Ich habe natürlich die BW-Faltmatte genommen, weil die passt genau in die Trinkblasenfach des MilOps Pack 30. Und damit bekommt er auch eine gewisse Stabilität. Damit wird der Rücken natürlich auch noch ein Ticken weicher und der Tragekomfort noch schöner. Und, naja,
Es steht halt dann auch richtig. Aber geht gerade nicht, weil da sitze ich halt drauf. Eigentlich ist der Vergleich dieser beiden Tragesysteme auch, finde ich, ein bisschen gemein, weil am Ende ist der wirklich auch nur für 30 Liter ausgelegt, während den Jäger M, den könnt ihr ja noch auf verschiedenste Arten überpacken. Ihr könnt zum Beispiel das komplette Deckelfach anheben. Ihr habt die Möglichkeit, unter den Rucksack noch etwas drunter zu hängen. Ihr habt die Möglichkeit, separat einen Alu-Frame zu kaufen, der den Rucksack von innen nochmal steifer macht. Jetzt ist da gerade einfach nur eine, ich sag jetzt mal, ein Plastikbrett. Das wird dem Ganzen überhaupt nicht gerecht, denn das Ganze ist ein bisschen anatomisch vorgeformt und gibt natürlich auch dem Rucksack Stabilität. Aber das könnt ihr im Grunde gegen einen Alu-Frame, gegen einen Alu-Rahmen tauschen und damit ist dieser Rucksack für noch mehr Lasten ausgelegt. Und ich gehe mal davon aus, deswegen, weil er halt noch zusätzlich ausgebaut werden kann, hat man natürlich auch ein, ich sag mal, ist dieses Tragesystem auch für 30 Liter total Overkill. Merke ich diese dicken, gepolsterten, ja, Trageriemen im Vergleich zu den Jäger M sehr dünnen Trageriemen, die im Grunde so gut wie überhaupt keine Polsterung haben. Für mich, meinen Körper, funktioniert der Trageriemen des Jäger M gut. Das ist nicht schlechter als der Trageriemen vom Milops Pack. Auch hier könnte man ja im Grunde noch ein bisschen die Anatomie verändern, also der Anatomie der eigenen anpassen. Habe ich ehrlich gesagt nicht groß mit rumgespielt, weil passte auch so. Würde ich jetzt sagen, dass diese dünnen Trageriemen ein Negativpunkt sind? Überhaupt nicht. Sind diese gut gepolsterten Riemen in irgendeiner Weise für mich ein Game Changer, wo ich sagen würde, boah, das ist so viel komfortabler. Leider auch nicht. Also da würde ich sagen, hat in meinen Augen der Jäger M einfach die Nase vorn. Aber man muss halt auch immer im Hinterkopf haben, möchte ich später einen Rucksack haben, den ich maximal überpacken kann, weil das ist beim Milops Pack einfach nicht vorgesehen. Das geht schon damit los, dass der Deckel, der ist halt fest vernäht. Das heißt, ihr könnt im Grunde zwar was drunter packen, aber irgendwann kippt dieser Deckel immer weiter. Und naja, da sind einfach Grenzen gesetzt. Hier unten drunter habt ihr keine durchlaufenden Riemen, dass ihr noch mal was drunter packen könnt. Also auch da seid ihr einfach limitiert. Aber man muss sich schon die Frage stellen, wenn man auf der Suche ist nach einem 30-Liter-Rucksack, braucht man die dann vielleicht auch gar nicht? Also bin ich vielleicht mit dem, was er von Werk aus bietet, zufrieden? Was mir persönlich am Milops Pack unheimlich gut gefällt, ist das hier. Diese Seitentaschen, die einfach sehr voluminös sind, die schön groß und auch nach außen gehen. Das heißt, ihr packt was rein und ihr nehmt euch gar nicht so viel Innenraum weg, denn es beult halt nach außen. Das ist beim Jäger M, also in keinster Weise ähnlich. Hier unten, das ist eher rudimentär. Ihr könnt hier quasi, also ich stelle da zum Beispiel immer das Stativ rein, damit es halt nicht nach unten durchsackt. Also für mehr, stellt man jetzt irgendeine Flasche rein, ist das Material so starr und der Gummizug so wenig, dass es nach innen drückt und ihr euch einfach Volumen des Innenraums wegnehmt. Ist das jetzt ein großer Unterschied? Auf jeden Fall. Geht davon die Welt unter? Nö. Was ich aber festgestellt habe in meiner Benutzung, dass ich die regelmäßig nutze, während die vom Jäger M eigentlich nicht. Also ich
packe dann auch tatsächlich so, dass hier draußen die Wasserflaschen dran kommen. Es ginge da ja gar nicht. Ich hoffe, ihr versteht. Also das ist tatsächlich auch etwas, was ich total zu schätzen gelernt habe, wie schön das eigentlich ist mit anständigen Seitentaschen. Was ich auch so schön finde, weil es einfach unfassbar praktisch, das hier. Ihr habt hier oben nochmal quer zum Rucksack verlaufend eine Schnalle. Und damit könnt ihr quasi nochmal den Innenraum komprimieren. Ihr könnt hier oben auch, ich sag mal, was weiß ich, eine Jacke drunter packen. Oder ihr packt da ein Seil drunter. Oder, ach, weiß der Geier. Also so viel, wie im Grunde das Deckelfach zulässt. Aber diese Schnalle finde ich so, wirklich so durchdacht. Und ja, gefällt mir sehr, sehr gut. Das Ganze ist beim Jäger M anders gelöst, denn ihr habt im Grunde hier oben einen Kordelzug. Damit verschließt ihr quasi den Rucksack. Ist natürlich auch, ich sag mal, eher klassisch. Ich liebe diese Schnalle. Noch ein großer Unterschied. Die Schneeschürze vom Milops Pack ist eigentlich eine bessere, breitere Lippe. Während vom Jäger M, das ist eine richtige Schneeschürze. Hat natürlich auch den Hintergrund, dadurch, dass ihr den ja überpacken könnt, macht es ja Sinn, dass die Schneeschürze einfach voluminöser, größer ist. Da ihr das ja hier nicht braucht, ist es hier einfach auch nicht angebracht. Was ein bisschen meinen inneren Monk ja, auf die Palme bringt, wo ich dachte, das ist am Anfang, hat es mich nicht gestört und irgendwie fing es dann an, mich so ein bisschen zu stören. Und irgendwann habe ich dann gesehen, es stört mich und stört es mich immer mehr. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Und zwar die Geräteschlaufe. Und zwar haben die eine. Tasmanian Tiger hat halt eine verbaut, die wahrscheinlich auch absolut ausreichend ist. Hier oben ist das Gegenstück. Problem ist nur, das Ganze sieht dann ja nicht mehr gleich aus. Macht für den Rucksack selber, fürs Tragen, fürs Benutzen wahrscheinlich null Unterschied. Ich benutze diese Geräteschlaufen auch eigentlich nicht. Nichtsdestotrotz sind sie dran und ich werde sie auf gar keinen Fall abschneiden, denn sie sind ja dran. Beim Jäger M haben wir das Ganze wieder, ich nenne es mal synchron, da haben wir zwei. Macht fürs Auge, also für meinen inneren Monk, es gefällt mir einfach besser. Das ist natürlich auch wieder sehr, ja, personenabhängig, aber wie gesagt, diese zwei Geräteschlaufen, mir gefällt es einfach besser. Was ich an Feature im Grunde hier noch nie genutzt habe am Jäger M, ist dieser auf der Seite liegende Reißverschluss. Ich habe ihn einfach im Grunde nie benutzt oder seltenst benutzt und naja, er ist halt da. Aber ich wollte es halt erwähnen, der hat den halt, aber okay. Dann haben wir ja hier beim Milops Pack die Möglichkeit, wo wir gerade dabei sind, was man wahrscheinlich nie benutzen wird. Und zwar sind hier drunter Schnallen. Das heißt, ihr habt ein Schnellabwurfsystem. Ihr habt den Rucksack auf, den Brustgurt gelöst, den Bauchgurt gelöst. Und dann könnt ihr einfach durch Drücken auf diese beiden Clips den Rucksack abwerfen. Dann fällt der halt nach hinten von eurem Rücken ab. Und ihr seid quasi vom Rucksack befreit. Auch das werde ich wahrscheinlich, habe ich noch nie und werde ich nie benutzen. Hat er aber. Das Schockcord könnte ich natürlich auch hier reinfädeln, ist hier aber vom Werk dabei. Und ich benutze das tatsächlich häufiger, als ich gedacht habe, dass ich es nutzen werde. Also da packe ich auch mal einen Pulli zwischen.
Finde ich einfach sehr, sehr angenehm. Auch wieder von außen einfach mal dran machen. Nicht irgendwie den Rucksack erst auf, verstauen, sondern zack, durchgezogen, fertig. Auch das finde ich sehr, sehr komfortabel, angenehm. Genauso wie das hier. Das Deckelfach. Und zwar habt ihr einen Zugriff von außen. Also innen gibt es auch noch mal ein Deckelfach, aber das von außen könnt ihr quasi befüllen. Setzt den Rucksack ab, macht diesen Reißverschluss auf und schon habt ihr Zugriff. Super komfortabel. Das Fach kann auch nicht aufgehen, weil ihr hier eine kleine Lippe habt. Gefällt mir sehr. Beim Jäger M funktioniert das Ganze so, dass ihr den Rucksack wirklich, ja, das Deckelfach aufmachen müsst und kommt dann an die Tasche. Da finde ich das Deckelfach vom Milops-Pack tatsächlich, ich liebe das. Ich finde es einfach schön. Dieses Häkchen für den Schlüssel nutze ich nicht. Aber ich sag mal, allein Taschenmesser, Schlauchschal, Taschentücher, all das packe ich hier rein und habe einen sehr, sehr schnellen Zugriff. Mein Fazit, weil ich könnte jetzt hier noch ganz, ganz lange über kleine Unterschiede sprechen. Im Grunde sind das beides unheimlich gute Rucksäcke. Ich bereue den Kauf von keinen. Sie haben nur zwei für mich unterschiedliche Einsatzgebiete, denn das eine ist für mich wirklich so ein klassischer 30-Liter-Rucksack. Da packe ich im Grunde für eine Tagestour alles rein und los geht's. Der Jäger M, da packe ich alles für eine Tagestour rein und noch mehr, vielleicht auch für eine Übernachtung, denn ich packe einfach noch ein paar Seitentaschen dran. Durch das große oder durch das stabile Tragesystem, welches ja auch für meines Erachtens viel mehr ausgelegt ist als 30 Liter, ist das Ganze auch noch unheimlich komfortabel zu tragen. Und damit ist ohne weiteres auch mal bei, ich sag mal, nicht nur sonnigem Wetter eine Übernachtung möglich. Da bin ich hier schon wirklich limitiert oder begrenzt. Na klar, auch hier aufgrund der Molle-Schlaufen kann ich natürlich auch noch Seitentaschen dran knallen ohne Ende. Aber ich finde, es kommt irgendwann dieses Tragesystem an seine Grenzen, während hier der Jäger M einfach noch Luft nach oben hat. Im Grunde solltet ihr euch beim Kauf eines der beiden überlegen, was ihr wirklich wollt. Wollt ihr einen Rucksack, der für eine Tagestour taugt, mit der ihr vielleicht auch die eine oder andere sehr, sehr warme Übernachtung hinbekommt? Oder wollt ihr einen Rucksack, der vielleicht ein bisschen mehr bietet, wo ihr dann auch die Möglichkeit habt, das Ganze zu überpacken? Wenn ihr sagt, ne, Tagestour, draußen schlafen oder so, mache ich eh nicht. Ja, da ist der schon. Das ist das Einsatzgebiet vom Milops Pack 30. Kann man nicht anders sagen. Möchte ich übernachten und auch noch ein bisschen Reserve haben, ist es halt einfach meines Erachtens der Savotta. An eurer Stelle würde ich aber Folgendes machen. Ich würde mir beide angucken und wirklich allein durch das Tragen auf dem eigenen Rücken, weil mein Rücken ist nicht euer Rücken. Das heißt, was für mich gut funktioniert, kann für euch gar nicht funktionieren. Und vielleicht ist es ja tatsächlich so, ihr setzt den Savotta auf und sagt, boah, wie kann denn der damit überhaupt irgendwas bewegen? Deswegen, probieren geht immer über studieren. Ich bin mit beiden restlos glücklich und kann sagen, sie sind beide einfach toll. Mit dem kleinen, feinen Unterschied halt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Ciao.